Unkraut vergeht nicht. Nach meinem Sturz gestern mit meinem ledierten Unterarm, ich weiß nicht, ob man sieht, da ist ein bisschen geschwollen alles jetzt. Das sind keine Muskeln, das ist eine Schwellung. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, geht's heute mal flach nach Meran. Ich bin jetzt ein paar Meter hier gerade gerollt, es geht ganz gut. Belastung tut weniger weh als gestern. Aber was ich euch mal zeigen wollte, schaut mal diesen Ausblick an. Ist das nicht genial? Also da muss man einfach raus, egal welche Schmerzen man hat. Ist das geil oder ist das nicht geil? Erstaunlich gut. Schmerzen halten sich in Grenzen. Wiegetritt ist sogar möglich. Das war gestern nicht der Fall. Das Einzige, was schmerzt, ist, wenn so Bodenwellen kommen oder Gullideckel. Das schüttelt dann ganz schön durch. Also da merke ich dann im Unterarm zwar kein Knochenschmerz, aber ja, so das Gewebe außenrum, wenn das dann so wabbelt, das schmerzt dann schon, aber es geht alles. Was soll's? Ich bin hier in der besten Landschaft ever und da muss man durch, das muss man ausnutzen. Heute gab es hier ein Entenrennen, habe ich gerade erfahren. Aber mit Kunststoffenten, keine echten. Hier ist Bombe was los. Unglaublich. 1000 Leute.
habe ich mein Rad gekauft. Genau hier. Von hier stammst du, Baby. Heute leider geschlossen. De Rosa. Was für ein Ausblick, genial! So schön ist die Welt. Und jeden Tag treten wir sie mit Füßen. Und jeder schiebt sie auf den anderen. Sollen doch mal die anderen. Die anderen sind schuld. Oder die Politik. Hauptsache jemand anders. So ist der Mensch. Er lässt sich relativ gut fahren, hat immer so zwischen 4 und 8%, meistens 6. Also sogenannter Rollerberg. Und diese Aussicht. Scheiß die Wand an. Guck dir das an. Herrlich. Genial. Genial. Kopfsteinpflaster im Tunnel. Das tut gut in den Armen. Tunnel schon wieder. Mein Licht wieder vergessen im Zimmer. 180 Meter, okay. Naja, beleuchtet. Meine Teleskopstange von meiner GoPro ist übrigens auch kaputt gegangen. Die GoPro ist mir in der Abfahrt runtergefallen. Und ein Auto hätte mich beinahe frontal erwischt in der Abfahrt. Aber sonst ist alles okay. Läuft. Das ist schön, dass offen ist. Wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Ist ja fast niemand unterwegs hier. Temperatur sagt 28 Grad, 14.20 Uhr, Mitte April, Höhe 982, nicht schlecht. Aus. Ah, hier ist ein kleiner Streichelzoo. Sehr schön. Und hinterher wird Schweinebraten gegessen. Bitte? Schönes Rad. Ah, okay.
Ja, gibt es aber recht selten. Ja, eben. Ich hab's sogar hier gekauft beim Flader. Ja, ja. Ja, very good. Gleiche Lenkstange. Ja, ja. Meins ist nur noch schöner als deins. Ja, das weiß ich, ja, das ist klar. Ja, ja. Meins ist auch immer schöner als die anderen, aber deins ist noch schöner. Ich habe immer bloß Angst mit den Lenkern hier, ob die so halten, diese Carbon-Dings. Echt? Ich fahre den seit 5 Jahren. Ja? Noch nicht abgebrochen? Nee, doch, also wir fahren alles. Okay, alles. Und über jedes Loch drüber? Ja, ja. Okay. Der ist top. Ja, na gut. Aber der ist auch nicht leichter wie Alu, also mit Vorbau und allem, so 400 Gramm oder was, und Vorbau und Lenkern Alu habe ich geguckt, wiegt genauso viel, also ist dann mehr Komfort wahrscheinlich dann. Ja. Na, super. Ja, sehr schön. Das ist der Gipfel wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Okay. Ja, aber ich fahre wieder da runter. So, der Passo Panade, Passo Palade. I did it. Der Ort hier heißt Unsere liebe Frau im Walde. Ja, eine liebe Frau habe ich gerade hier gesprochen. War recht nett. Ich wollte eigentlich da jetzt wieder runter, aber vom Weg her schenke ich mir da gar nichts. Es ist, glaube ich, besser, ich fahre doch weiter und über den Mendelpass rüber nach Kaltern, weil das sind gar nicht so viele Höhenmeter und von der Strecke her ist es ungefähr gleich. Weil auf der anderen Seite muss ich dann nach Andrian und das liegt ungefähr jetzt eh hier so in der Mitte. Also ob ich jetzt so runterfahre oder so, ich muss dann eh in die Mitte wieder auf der anderen Seite. Aber höhenmetertechnisch ist es jetzt nicht so schlimm. Gut, da hinten, da wäre es jetzt nur Abfahrt und dann flach nach Baldrian, Andrian. Aber die paar Höhenmeter, die schaffen wir jetzt auch noch. Und ich habe erst 13,87 und wir sind ja hier zum Höhenmeter sammeln. Also komm, machen wir das noch, was halt Arm hält. Von daher, give it a go. I did it. Gantenpass, Mendelpass, done and dusted. Ja, Mendelpass ging es ganz schön zu. Also Motorradfahrer ohne Ende, Autofahrer ist aber auch ein schöner Pass. Vor allem die Abfahrt, wenn man die rauf fährt, glaube ich, die macht schon ziemlich Laune. Aber auch die Abfahrt mit den Ausblicken auf den Kalterer See, very nice. Unbedingt zu empfehlen. War auch von der anderen Seite überhaupt nicht schwer zu fahren. Genauso wie der Gantenpass, der hatte immer so 6%, 7%, kein Problem. Und ja, der war halt ein bisschen lang. Ich glaube, irgendwann nach 2 Kilometern habe ich ein Schild gesehen mit 12. Also hat er bestimmt 13, 14 locker. Und die andere Seite vom Mendel, die hatte ja bloß 6 oder so. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Bis denn.